Das neue Rangsystem. Also ich gehe mal auf meine Jessie, da kann ich das neue Rangsystem anzeigen. Und zwar beim neuen Rangsystem. Es wurden 15 Ränge hinzugefügt. Es gibt jetzt statt 20 35 Ränge. Und ich muss euch ehrlich sagen, dieses Rangsystem ist absolut heavy. Also wenn man sich das anschaut, früher hatte man für 20 Ränge 500 Trophies sammeln müssen und jetzt muss man für 15 Ränge mehr 900 Trophäen sammeln, dass man diesen Rang überhaupt einmal erreicht. Und das nächste große Problem, das ich bei diesem neuen Rangsystem sehe, ist, das passt doch absolut nicht mit der Grundidee von Supercell zusammen. Supercell hat gesagt, sie würden gerne ein Spiel entwickeln, bei dem Leute lange das Spiel spielen und auch noch Jahre danach, nach dem Release vom Spiel, das Spiel noch spielen. Und das ist eine zermürbende Aufgabe. Ich sage euch das. Also, wenn man es schafft, alle Brawler, die es derzeit gibt, das sind 28 Stück, auf Rang 35 hochzuspielen, muss man 39.200 Trophäen erspielen und verliert aber alle 14 Tage. Ihr dürft das nicht vergessen, alle 14 Tage Saisonende, alle 14 Tage verliert man 12.600 Trophäen. Das heißt, man muss im Durchschnitt fast 1.000 Trophäen pro Tag erspielen, um diesen Rang überhaupt halten zu können. Also, ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht viele Leute geben wird, die das durchdrucken. Da werden dann viele einfach aufgeben und die Brawler runterfallen lassen. Also, das ist einfach nicht möglich. Ich versteh diese Taktik dahinter nicht. Und jetzt zu den Star-Punkten. Also man bekommt 30, am Max-Rang bekommt man 30 Star-Punkte mehr Belohnung, als wie was man früher bekommen hätte. Und die haben das verkauft als, yeah, man bekommt jetzt so richtig viel mehr Star-Punkte. Aber das sind 30 Trophäen, also 30 Star-Punkte. Und wenn man jetzt aber auch noch über die 1400 rauspushen würde, man fällt, also nach dieser Liste nach, fällt man immer wieder auf 950 Trophäen ab und man bekommt gar keine Starpunkte mehr. Also, es ist eigentlich, ich habe keine Ahnung, aber das ist mehr Lug und Trug, von wegen, man bekommt so viel mehr Starpunkte und kann die Starpunkte viel besser einsetzen. Also, ich sehe diesen Unterschied jetzt nicht. Ich meine, ich muss natürlich zustimmen, in den niedrigen Rängen bekommt man, wenn man 550 Pokale hat, bekommt man 70 Starmarken. Anstatt früher hätte man bei 550 Trophäen 25 Starmarken bekommen. Da bekommt man tatsächlich mehr Starmarken und man fällt auch nicht so weit runter. Aber umso höher der Rang wird, umso heavier wird die ganze Geschichte. Und es wird kaum Spieler geben, die ihre Brawler wirklich auf Rang 35 halten können. Und das ist dann einfach, man hat kein Ziel mehr. Früher hatte man ein schönes Ziel. Rang 20, wenn man Rang 20 erreicht hatte, hat man danach noch ein Bonussystem bekommen und hat ganz am Anfang hat man diese ganz normalen Star-Prol-Marken bekommen, mit denen man Kisten öffnen konnte. Jetzt haben sie das Star-Punkte-System eingeführt. Man hat Star-Punkte bekommen, man kann damit Skins kaufen und mittlerweile auch Megaboxen und große Boxen und ich weiß nicht, was noch alles kommen wird. Das ist richtig schön. Aber, also allein wenn ich mir das anschaue, man muss 39.200 Trophäen pushen. Und das natürlich mit jedem Brawler, man muss mit jedem Brawler 1400 Trophäen pushen, dass man ihn auf Rang 35 bekommt. Das sind insgesamt 39.200 Trophäen. Das sind fast 40.000 Trophäen. Und danach verliert man alle 14 Tage 12.600 Trophäen. Das ist absolut heavy. Also ich würde sagen, Supercell, ich liebe Brawl Stars, ich mag das Game wirklich sehr, aber ihr müsst bei diesem System ehrlich gesagt nachbessern. Also das, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals die Zeit dazu aufbringen könnte, das zu schaffen. Also da muss man ja schon mindestens 5 Stunden Brawl Stars am Tag spielen, dass man das überhaupt schaffen kann. Also ich finde das neue Rangsystem schade, dass sie das so heavy eingeführt haben. Das ist wirklich ein sehr schweres Rangsystem und ist für den normalen Spieler, der das Spiel einfach so just for fun spielen möchte und gerne alle Brawler hätte, ein bisschen Trophäen pushen möchte und einfach spielen möchte, ist dieses System einfach viel zu heavy. Also dieses neue Trophäensystem, das neue Rangsystem, das ist wirklich, wirklich eine
wie soll ich sagen, ein Schlag ins Auge quasi. Also als ich das gesehen habe, war ich wirklich schockiert. Okay, gut, ich habe meine Jessie aktuell auf Rang 22. Ich werde natürlich versuchen, die Brawler hoch zu pushen, aber wird natürlich Ewigkeiten dauern, weil wie ihr wisst, ich habe jetzt zwei neue Brawler bekommen, ich habe 8-Bit dazu bekommen und ich habe Genie gezogen gestern. Ich habe mit Genie 23 Trophäen, Frank hat noch immer 0 Trophäen, der wird auch auf 0 stehen bleiben zurzeit, so wie es aussieht. Ich habe mit 8-Bit 32 Trophäen, also ich habe quasi mehr oder weniger 10 Runden gespielt insgesamt. Ist auch 10 Runden spielen, ist auch circa eine halbe Stunde spielen, also da geht schon ordentlich Zeit drauf, um Trophäen zu pushen. Also durchschnittlich dauert, glaube ich, eine Runde 2 Minuten 30, wenn man ein 3 vs 3 Match spielt. Natürlich kann man, wenn man schneller fertig ist, das Ganze beschleunigen, aber das ist quasi so die Zeit, die das Spiel benötigt. Ich würde sagen, was haltet ihr von diesem neuen Rangsystem? Ist das neue Rangsystem wirklich tragbar oder findet ihr auch, dass es das eigentlich viel zu heavy ist? Also, ich sag's noch einmal, 12.600 Trophäen, die man verliert. Man muss auf 39.200 Trophäen hochspielen und dann verliert man alle 14 Tage 12.600 Trophäen. Also das ist wirklich, wirklich richtig schwer und also es gibt dann quasi ein Ziel, das fast unmöglich ist zu erreichen. Und deswegen finde ich, dass das neue Rangsystem auf alle Fälle nachgebessert gehört. 8-Bit finde ich relativ nice zum Spielen. Ich habe jetzt Duos Showdown-Runden mit 8-Bit gespielt. Das waren eigentlich hauptsächlich 8-Bit versus 8-Bit-Runden gewesen. Also mir waren immer Double 8-Bit-Teams, die gegen andere Double 8-Bit-Teams gespielt habe. Ich kann somit sagen, wie im Showdown sich 8-Bit herausstellen wird. Keine Ahnung, wie er werden wird, wenn das ein bisschen besser ist. Ich hoffe, dass er richtig cool wird zum Spielen. Er ist sehr langsam. Ich finde, er ist wirklich heavy langsam. Also da war richtig zum Umgewöhnen, wie langsam das er sich bewegt. Aber ein cooler Brawler. Ich möchte mir unbedingt auch den Skin kaufen, sobald er im Shop auftaucht. Für 8-Bit, weil ich habe gesehen, das ist dieser Nintendo-Skin. Ich sage ihn einmal Nintendo-Skin, weil er sehr an einen Nintendo-Controller erinnert. Absolut genialer Brawler, gefällt mir sehr gut, aber das Rangsystem ist wirklich sehr heavy und das gehört meiner Meinung nach nachgebessert. Und in diesem Sinne sollte sich jemand um mich reißen, sagt ihm, ich bin scheißen. Ciao!